Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Noppensteinstube. Ja, und heute geht es wieder um Star Trek, ein Bluebricks Pro Set, und zwar der Borg Cube in der Midsize. Und das Ding hat 877 Teile und kostet 39,95 €. So sieht die Box aus, ist aus der Next Generation Reihe. Hinten haben wir ein paar Bilder drauf. Das sieht schon mal ganz gut aus. Sehr cool finde ich diese Base, und ich würde sagen, wir schauen in den Karton mal rein. Ja, ist wieder so eine Box drin, wie schon bei den anderen Sets. Da habe ich ja schon ein bisschen was gemacht. Wir gucken da am besten mal rein. Ich mag sehr, sehr gerne jetzt schon diese coolen transparent grünen Dinger. Das erinnert mich irgendwie an die Reihe damals von Lego. Diese, oh, wie hieß denn das? Irgend so eine Space-Reihe. Da war alles in schwarz und auch diese leuchtenden Grün gehalten. Ich komme da jetzt absolut nicht drauf. Fand ich aber auch damals schon sehr, sehr cool. Wir haben hier sogar ein paar Blaster drin. Oh, die erinnern mich aber stark an die Blaster, die so bei Star Wars dabei sind. Naja, egal, was soll's. Wollen wir uns nicht beschweren. Einige Plates liegen hier drin rum, nochmal ein Blasterbogen, und dann haben wir eine Bauanleitung. Und da gucken wir einfach mal kurz rein, würde ich sagen. Da ist schon mal anscheinend als allererstes die Base, die man baut. Und dann kommen einige Verzierungen wahrscheinlich auf diesem Cube. Das wird sehr, sehr viel Kleinkram sein. Deswegen werde ich das auch gleich loslegen und das Ding anfangen zu bauen. Los geht's! So, ich habe hier das erste Panel fertig gestaltet. Das sieht auch sehr cool aus. Was mir allerdings auffällt, ist, ich denke mal, ihr könnt das ganz gut sehen, das Ganze hat eine starke Biegung. Ich hoffe, das führt nachher nicht zu Problemen. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall ist es ähnlich wie bei der Eisenbahn. Ein bisschen, ja, eine leichte Biegung drin. Das ist natürlich für einen Würfel nicht optimal. Aber ich hoffe, das zieht sich nachher irgendwie noch gerade. Wir werden sehen, was kommt. So, mittlerweile ist der nächste Morgen und ich baue weiter. Ich habe eine Änderung vorgenommen an dem Würfel, weil das leider nicht, finde ich, gut durchdacht konstruiert ist. Und zwar haben wir hier unten, ich zeige euch das mal hier, diese Steine, die man ja von, das sind diese dicken, die man von oben rein macht, und dann haben sie an einer Seite Noppen. Das sind nicht die Brackets, sondern halt der richtige Brick. Ich zeige euch das mal hier von der Seite, da könnt ihr das, glaube ich, sehen. Da, genau. Und die halten im Prinzip die ganze Außenwand hier vorne. Das ist wirklich wackelig, weil die Steine nur an zwei Noppen hängen und das dann irgendwie, hier geht es, weil das ganze Mittelteil damit befestigt ist. Hier allerdings hängen die wirklich nur an ihren zwei Noppen. Ich habe jetzt, weil dahinter genau eine große Plate langläuft, 2x4 Steine genommen, also hier aus meiner Simba-Kiste, die ich ja in Massen habe, habe ich die genommen und ja, die habe ich einmal hier komplett hintergesetzt, dann eine 2x4 Plate genommen, die da drüber gesetzt, damit ich auf dieselbe Höhe komme, und habe dann das Ganze mit 2x4 Plates überlappend auf diesen Stein befestigt. Dann habe ich noch ein 1x2 genommen, weil es an den Ecken hier nicht ganz hinhaute. Da kam ich nicht hin wegen dieser Plate, die hier lang läuft. Man kann es natürlich auch mit kleineren Steinen machen. Ich hatte halt nur jetzt in Schwarz nichts rumliegen. Ich habe Schwarz witzigerweise viele Steine nicht da. Und ja, habe das dann hier überbaut. Ihr könnt es sehen. Überlappend einfach rüber gemacht. Das ging halt hier nur mit einem 2x2. Und dann ist das Ganze richtig fest und die Außenwände haben wirklich richtig Stabilität und können nicht abhauen. Also das ist, finde ich, unabdingbar, dass man das macht. Ansonsten habt ihr, glaube ich, wenn ihr nachher die restlichen Wände ransetzt, keinen Spaß dran, weil das ist wirklich auch noch eine Konstruktion, wo es dran sitzt. Und das, guckt es euch an, sind drei Noppen jeweils auf jede Seite an einer Reihe, die zusammengefrickelt wird mit 1x1 Plates. Das, ja, stabilitätstechnisch merkt man schon beim Bauen, dass das schwierig werden könnte. Aber es gibt eine einfache Sache, das zu überbauen, und er bekommt natürlich auf meine Art ein bisschen mehr Gewicht dadurch, aber ich denke mal, der Ständer hier unten ist eine Technikachse, das sollte das am Ende auch halten. Ich
glaube nicht, dass das Probleme gibt. Also das ist mein Tipp zum Überbauen der ganzen Sache. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Das ist wirklich ja, für die Stabilität, glaube ich, eine gute Sache. Stopft da zwei, drei Steine rein. Ihr müsst jetzt nicht schwarz nehmen, vielleicht hier an der Ecke, damit man es nicht irgendwie durch die Kante durchsieht. Ihr könnt auch Dark Blue Gray, wahrscheinlich sogar weiß nehmen. Man wird es von außen nicht sehen. Ich wollte es jetzt halt in schwarz haben. Aber das, ja, denke ich mal, ist ein Tipp, den ihr vielleicht beherzigen solltet. Okay, ich habe die Außenwände alle dran. Was ein bisschen erschreckend ist, ja, ist, dass die ganzen, ich hoffe, es fällt mir jetzt nicht auseinander, die ganzen Plates eine heftige Biegung haben. Ich hoffe, man kann das ein bisschen erkennen, dass die in der Mitte sich ganz schön reinbiegen. Dadurch hat man natürlich an diesen, ich glaube, ihr seht das da schon, es zieht sich so ein bisschen raus an den Ecken und es hält wirklich nur an diesen drei 1x1 Steinen mit Noppe. Also unten habe ich es gut befestigt bekommen, oben muss ich wirklich nochmal in mich gehen, ob es da noch eine bessere Lösung gibt, aber momentan ist es ja, ein bisschen fragil, was das Halten oben angeht. Da die Bogen, die Platten, Böden wollte ich sagen, also die Platten so eine Spannung haben, dann ziehen sie sich natürlich ein bisschen von den Noppen wieder ab. Ich bin mal gespannt, wie ich den Deckel da jetzt oben drauf kriege. Es macht trotzdem irgendwie Spaß, auch dieses ganze kleine Zeug da dran friemeln ist irgendwie, ja, es hat echt Spaß gemacht. Der Bau war wirklich gut. Stabilisiert aber unten, wie ich euch das gezeigt habe, oder stabilisiert es auf eine eigene Art, nehmt eure Steine, die ihr habt und versucht da irgendwie eine kleine Verbindung herzustellen. Das, denke ich mal, wird helfen. Ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, dann hätte ich hier richtig Freude gehabt. Dann wären mir die Wände wahrscheinlich dermaßen um die Ohren geflogen und hätten unten die Steine rausgezogen. Ich glaube, die Stabilisierung ist hier wirklich notwendig. Schade, dass da nicht selber nachgedacht wurde und irgendwie ja die 10 Steine mehr reingepackt worden wären. Das hätte jetzt den Preis auch nicht in die Höhe getrieben. Dann hätte man es stabil gehabt und hätte jetzt ja wahrscheinlich mit dem Borg Cube nicht so gekämpft wie Captain Picard in The Next Generation. Das ist wirklich schwierig von der Konstruktion. Aber bei mir hält es jetzt. Ich versuche den Deckel drauf zu kriegen und dann schauen wir uns das Ding an. So, fertig ist der Würfel. Ich muss jetzt noch mal ganz kurz ein paar Zeilen zu gestern der Enterprise verlieren, weil viele von euch in den Kommentaren jetzt ja gesagt haben, dass die Klemmkraft halt extrem schlecht ist, also ich das gesagt habe. Und ja, ich habe das so gesagt, das stimmt. Ich meinte das aber in Verbindung, die Klemmkraft ist nicht gut in dem Zuge, dass das ganze Gewicht an 4 Noppen oder die Gondeln an 3 Noppen hängen. Also die Klemmkraft im Großen und Ganzen der Steine ist jetzt nicht schlecht, die ist okay. Aber halt auf 3 Noppen oder auf 4 Noppen gesehen, wo das gesamte Warp-Gondel-Segment dran hängt, ist es einfach zu schwach. Da bräuchte man wirklich entweder Kobi-Qualität oder halt, also ich befürchte auch, dass bei dem Gewicht Lego-Qualität zu schwach wäre, um das jetzt mal auf den Punkt zu bringen. Also die Klemmkraft ist von den Steinen wirklich okay, aber es ist jetzt nicht grottenschlecht. Also das sollte jetzt, ist vielleicht ein bisschen falsch rübergekommen. Also die Klemmkraft ist okay, aber für das Gewicht der Warp-Gondeln oder halt dem hinteren Segment an 4 Noppen ist es dann leider konstruktionsbedingt zu schwach. So, ich denke, das war jetzt die richtige, korrekte Ausführung, um ja, mein Problem darzustellen, was ich mit dem Set gestern hatte. Nicht, dass ihr jetzt alle denkt, die Klemmkraft der Steine, man wackelt und die fallen ab. Das ist nicht so. Also die Klemmkraft ist okay. Aber halt, ja, ich habe es jetzt oft genug erwähnt. Ich denke mal, es ist jetzt verständlich. Dasselbe Problem ist halt hier. Es sind Punkte, die ich ja unten im Rumpfier verstärkt habe. Ich glaube, hätte ich das nicht gemacht, würden die Dinger alle rausplumpsen und es würde hier die Wand nicht dran halten. Man könnte das nicht anfassen, weil es ist hier oben jetzt nicht verstärkt und da ist es dann wirklich auch ein bisschen, ich sag mal, mit Vorsicht zu genießen, das anzufassen, weil es hängt ja hier nur immer jeweils an 3 Noppen an der Seite. Also das Ganze hält eine Einerreihe mit 6 Noppen nach links und rechts gesehen insgesamt. Das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Es funktioniert, ja, aber ich glaube, bei mir funktioniert es jetzt gut, weil ich unten verstärkt habe.
Also das nochmal so vorab. Ich will jetzt die Sets hier nicht komplett in Grund und Boden zerreißen. Das ist nicht mein Ziel, weil dafür finde ich sie gut genug. Also sie sind jetzt nicht grottenschlecht. Die Stabilität beim Bird of Prey mit den Flügeln ist eine andere Geschichte. Und ja, das mit den Warp-Gondeln ist auch ärgerlich und nervt auch, weil man, wenn man es anfasst, und ich habe ja nun auch nicht da wie ein Wilder mit rumhantiert und bin hier durch die Gegend geflogen, sondern ich habe es wirklich vorsichtig angefasst und es bricht einen dann manchmal schon auseinander. Und das ist dann halt einfach, ja, konstruktionsbedingt. Genau wie hier konstruktionsbedingt auch einige wirklich heftige Schwachpunkte sind. Auch wenn das Ding am Ende hält. Ja, es ist stabil. Ja, man kann es hinstellen. Aber trotzdem hat es in meinen Augen kleine Schwachpunkte. Aber es ist das beste Set von all denen, die ich gebaut habe. Und ich finde den Würfel wirklich richtig gut. Und ich hoffe auch noch ein bisschen, dass da noch was, ja, Größeres kommt. Was man jetzt hier natürlich machen kann, um die Stabilität mehr herzustellen, was natürlich dann für den Ständer ein bisschen schwierig werden könnte, man zieht 2x4 Bricks komplett hier eine Mauer hoch. Dann könnte man die Wände natürlich am Ende besser anlehnen und hat Stabilität. Kann man auch machen. Wird natürlich der Würfel irgendwann sehr schwer. Ich finde, unten das reicht, wenn man das macht. Ihr habt es ja gesehen, wie ich das da gelöst habe. Es befestigt den unteren Part wirklich gut. Hier unten ist er wirklich stabil. Hier oben, ihr hört es vielleicht schon, merkt man, dass da Luft hinter ist. Hier ist solide gebaut. Da hört man nichts. Also ich hoffe, ihr bekommt das mit, was ich meine. Gut, kommen wir zu dem Set. Und da muss ich jetzt wirklich sagen, ich finde ihn granatenstark. Was ich jetzt Bock hätte, ist, ich weiß nicht, wie man es lösen kann, weil das Schwarz dahinter ja, glaube ich, wichtig ist. Wenn es Trans Black Plates geben würde, könnte man die vielleicht drunter bauen. Ich überlege jetzt ernsthaft, weil ich den Borgwürfel wirklich echt gelungen finde, mir noch einen zu kaufen. Vielleicht nehme ich auch den hier, ich weiß es nicht, aber dann müsste ich alles wieder auseinanderbauen und das nervt. Mir einen kleinen Dremel zu nehmen und dann überall durch die Noppen ein Loch zu bohren und Beleuchtung in den Würfel zu machen, weil ich glaube, es könnte richtig cool aussehen. Da müsste man allerdings hier die Kanten dicht bauen, weil da sehr viel Licht durchfallen könnte. Da müsste man dann wirklich noch irgendwie Ecksteine reinsetzen oder irgendwas reinbauen, dass das Licht da nicht so durchfallen kann. Oder von innen mit dem Panzertape irgendwie dicht kleben, damit das Licht nicht durch kann. Also man müsste da wirklich ein bisschen selber, jetzt denken wieder viele, oh Gott, der will wieder kleben. Es geht jetzt darum, sich ein beleuchtetes Displaymodell zu machen. Und ich denke mal, das könnte echt cool aussehen, wenn diese Trans Green, ist das eigentlich Trans Yellow oder Trans Green? Ich finde, es ist irgendwie grünlich-gelb, keine Ahnung. Da könnte man echt einiges rausholen, das würde echt gut aussehen. Also ich fand die Borg immer irgendwie sehr interessant und für Star Trek halt, ich, wie gesagt, ich bin kein Star Trek Fan, aber ich fand die dann immer irgendwie cool und ich finde dieses Raumschiff irgendwie cool. Ich war früher auch ein riesen Fan dieser The Cube-Filme, diese, wo die da im Würfel irgendwie überleben müssen. Und das Ding erinnert mich irgendwie daran. Das ist irgendwie absolut genial gemacht. Aber gehen wir mal ein bisschen näher ran. Ihr seht hier dieses ganze Verzieren an dem Würfel. Es ist wirklich mühselig, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Und jede Seite ist wirklich anders. Es hat viel, viel Freude gemacht. Wir gucken jetzt einmal so rundum. Ich hatte an dem Ding wirklich Spaß. Es ist mein Lieblingsset aus der Reihe. Bisher, ich habe ja auch nur 3 gebaut und das gefällt mir wirklich gut. Auch wenn, ja, diese Außenwände anbringen oder auch hier oben, ihr seht es vielleicht, die haben ja immer so alle so eine leichte Biegung, wie bei den Eisenbahnen, was ich immer bemängel, das Bananenboot. Hat man hier auch, es zieht sich hier oben ein bisschen raus, hier geht es ein bisschen rein und da geht es wieder ein bisschen hoch. Also wir haben eine kleine Bananenform, ich habe es hinbekommen, es hält. Aber ja, wären die Platten gerade, wäre es natürlich einfacher. So, dann sind wir auch gleich fertig mit unserer Rundumfahrt. Dann nehme ich das Ding jetzt mal vorsichtig vom Ständer ab. Na, wie mache ich das jetzt am besten? Am besten unten drunter greifen. Na komm schon, es hängt auf einer Achse. Also das ist definitiv schon mal der gute Part, nicht wie bei der Enterprise, die nur auf 2 Noppen rumhängt. So, dann gucken wir uns einmal, würde ich sagen, das Symbol an und das finde ich einfach granatenstark. Ich muss mal kurz den Würfel ablegen. Achtung! So, das ist wirklich richtig gelungen. Gefällt mir super gut. Ich habe mir das Zeichen bei Google mal angeguckt. Es kommt dem nahe. Also man sieht, was sie versucht haben zu zeigen, ist natürlich mit Steinen wirklich echt schwer. Und deshalb Hut ab, ist super gut
gelungen. Sieht schick aus. Von hinten das Ganze dann so. Und ja, hier vorne haben wir dann die Fliese. Und das Ding ist 3000 Meter groß. Also die kleine Enterprise würde davor wirklich wahrscheinlich eine Einernoppe sein, die davor rumfliegt. Das Ding ist wirklich echt mal riesig. Ich finde die bedruckten Fliesen sehr, sehr gut. Die Qualität ist auch gut. Sie haben, ich weiß nicht, ob diese Fingerabdrücke drin, eigentlich keine großen Kratzer oder so. Ich bin da sehr, sehr angetan. Hier haben wir, wie gesagt, den Stein. Ein Stein ist jetzt drin geblieben, leider. Das zeige ich euch aber von unten. Also schön finde ich auch, dass auch von unten das ganze Ding designt wurde. Nicht nur einfach jetzt schwarze Plate und drauf. Da seht ihr, ist der Stein jetzt hängen geblieben. Das ist wirklich echt schön. Oh, ich habe Angst, wenn ich oben anfasse, dass es mir doch irgendwie wegfliegt. Es ist ein echt cooles Teil. Ich setze es jetzt trotzdem wieder auf. Die Seite war da und die war da. Ne? Weil es für mich einfacher zu handeln ist, wenn das Ding drauf ist. Okay. So, die Dinger hier, die Fingerchen, kann man hier so ein bisschen verstellen. Damit erzeugt man die Form. Sieht auch sehr, sehr gut aus. Jo. Es ist ein Würfel, ne? Was soll man jetzt noch mehr dazu sagen? Aber, hier, ich glaube, hier kann man das sehen? Kann man das sehen? Ich versuche es mal einzufangen. Hier seht ihr das, es drückt sich da ein wenig raus durch die Biegung. Ich weiß nicht, ob man das, ich versuche es mal einzufangen. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, dass es da unten sich so ein bisschen wegbiegt. Die Mitte sitzt sehr, sehr nah dran und dann biegt es sich leider so ein bisschen nach draußen. Und das ist mal eine Seite mehr, eine Seite weniger stark. Aber trotzdem hält er. Also in dem Falle, ich will mich da jetzt auch nicht beschweren und über das Set rummeckern. Ich finde es gut, ich finde es mega gelungen. Ist ein schönes Teil, es sieht granatenstark aus mit diesem Trans-Clear Green Yellow, Green Yellow Stein. Es ist echt ein wirklich rundum gelungenes Set. Mein Favorit bisher aus der Reihe. Einige von euch hatten ja auch gefragt, ob ich jetzt die großen Enterprise-Modelle auch bauen werde. Also eins ist Fakt, den Bird of Prey auf jeden Fall. Den würde ich auch noch groß bauen. Und ist aber noch nicht vorgesehen. Die große Enterprise, ja. Also den Bird of Prey, wenn er dann kommt, der ist ja von Rubrix im Stream angekündigt worden. Das auf jeden Fall, das ist Pflicht. Dann die große Enterprise, ja. Ich werde aber die Kirk-Variante bauen, die klassische. Weil ich mag die Next Generation Enterprise nicht. Ich finde auch die anderen Modelle, die davon rausgekommen sind, wirklich nicht gut. Die, ich habe es ja gestern gelernt, danke an alle, die mir geholfen haben, Trekkie-Sprache zu lernen. Die nächste Stufe ist jetzt Klingonisch, bitte. Untertassensektion. Ich mag die Untertassensektion von der Next Generation Picard-Reihe nicht so gerne. Die Enterprise, finde ich, sieht irgendwie nicht gut aus. Ich finde die nicht gut. Und demnach werde ich da die große nicht bauen, weil ja, sie gibt mir optisch gar nichts. Die andere, die klassische, finde ich hingegen schon wesentlich cooler. Also ich bekomme jetzt mittlerweile sogar Lust, da ich die Dinger hier baue, irgendwie mal die Filme zu gucken, die alten, oder auch mal mit der Serie anzufangen, obwohl das, glaube ich, harter Tobak ist, wenn man jetzt in die klassische Serie einsteigt. Ich meine, ich erinnere da nur an die Tribble-Folge. Das ist, glaube ich, eine der wenigen, die ich damals total cool fand, wegen den kleinen Stoffknollen. Da war ich als Kind sehr begeistert. Aber ich glaube, das ist heute wirklich echt hart, sich so eine Serie anzugucken. Das merke ich immer wieder, wenn ich meine alten Lieblingshorrorfilme einlege. Unter anderem Freitag der 13. Teil 6 und Nightmare on Elm Street. Wenn man das heute guckt, Tanz der Teufel fand ich früher mega. Wenn man das heute guckt, ist es leider echt erschreckend, wie schlecht die Filme sind. Aber naja, das ist, man sollte die in guter Erinnerung behalten und eigentlich nicht wieder gucken, weil dann wird es echt schlimm. Außer Karate Kid. Karate Kid kann man immer gucken. So, ich habe jetzt, glaube ich, wieder viel ausschweifenden Müll gelabert und will euch nicht weiter langweilen. Deswegen machen wir noch einmal eine Rundumfahrt um diesen wunderschönen Würfel. Ich verlinke euch das Set in der Videobeschreibung und was soll ich sagen? Ich finde ihn gut. Verstärkt ihn, wenn ihr die Steine habt, so wie ich es gemacht habe und dann habt ihr da auch Spaß an dem Set. Also ich denke mal, die Verstärkung ist hier wirklich für Frustfaktorabbau. Mach es gleich anders, dann hast du da nicht so viel Frust. Und es waren nicht viele Steine, die ich reingesteckt habe. Ich denke mal, so ein 2x4 Stein in irgendeiner Farbe hat jeder zu Hause liegen und auch eine 2x2 Plate oder 2x3
3-Plate hat auch jeder zu Hause liegen, um da irgendwie eine kleine Stabilisierung herzustellen. Ihr könnt auch einmal 2 Plates nehmen und die da jeweils immer so drüber setzen, das geht auch. Also da ist wirklich jede Form von Haltbarkeit auf jeden Fall eine Hilfe. So, jetzt bin ich fertig. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Gerne einen Kommentar und gerne ein Abo, wer es noch nicht getan hat. Weil mir ist aufgefallen, dass 70% der Leute, die bei mir Videos gucken, liebe Grüße an die 70%, meine Videos gar nicht abonniert haben oder nicht Abonnenten sind und meine Videos gucken. Also die 70%, die immer auf meine Videos gehen, sich die angucken und die gerne gucken, lasst gerne doch auch mein Abo da. Da würde ich mich super freuen. Es tut niemandem weh und ja, das wäre echt klasse. Also mehr bleibt mir jetzt nicht zu sagen. Die Noppensteinstube sagt Tschüss.